Wow, was für Böller! Das ist ja genau das, was wir gesucht haben. 3, 2, 1! Und jetzt noch die China-Böller! Meiner, gib sie mir! Hier! Und erste! Bam! Ich brauch die nächste! Hier! Und zweite! Bam! Ach du meine Güte! Na toll, was habt ihr getan? Leute, lass uns verschwinden, ihr brennt! Ja, schnell! Okay, ich habe einen Vorschlag. Wenn du mir sagst, wer mit dir war, darfst du für heute nach Hause. Ich war allein. Punkt. Aus. Ende. Ja, dann wirst du die Nacht hier verbringen, weil ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich war allein und dabei bleibt's. Na gut, okay, dann machen wir's so. Morgen früh können sie ihre Tochter abholen, beziehungsweise heute, weil es ja schon nach 0 Uhr ist. Okay, weißt du was? Ich lasse extra die Tür von der Zelle offen, damit du dich ein bisschen sicherer fühlst. Und schau mal. Also, ich lasse dich selbstverständlich allein in der Zelle, damit du auch Privatsphäre hast. Aber falls was ist, ich habe heute Nachtschicht, also bin ich im Büro. Und wenn du dich unwohl fühlst, kannst du einfach auf mich zukommen. Okay, werde ich machen. Und in der Pause komme ich dann auch zu dir und schaue, ob du schon schläfst. Oder falls du nicht einschlafen kannst, kann ich dir irgendwie helfen, gut zu schlafen. Du weißt schon, was man da alles macht, damit man einfach gut schläft. Okay, das ist lieb. Und schau, hier, da sind 2 Gläser. Falls du Durst hast, kannst du dir einfach ein Glas nehmen. Und draußen, da gibt es einen Wasserspender. Und ja, da kannst du dir daraus einfach Wasser holen. Alles klar. Na dann, schlaf schön. Oh Mann, dieses Mal ist es voll in die Hose gegangen. Das hat man davon, wenn man immer nur Streich machen will. Dann geht es natürlich irgendwann in die Hose. Hallo, ich bin von der Versicherung. Wir haben leider eine sehr schlechte Nachricht. Die Versicherung wird die Kosten für den Brandschaden nicht übernehmen. Was? Das kann doch nicht möglich sein. Meine Tochter ist minderjährig. Es steht alles im Brief. Ihre Tochter ist zwar minderjährig, aber es war trotzdem Absicht. Aber ihr könnt Lola doch nicht vorwerfen, dass sie die Häuser mit Absicht anzünden wollte. Tut mir leid, mehr weiß ich nicht. Es steht alles im Brief. Tschüss. Ach du meine Güte, alles steht genauso im Brief, wie der Mann gesagt hat. Sie wollen den Schaden nicht übernehmen. Oh mein Gott, der Schaden beträgt 150.000 Euro. Wir sind erledigt. Was? Das kann doch nicht möglich sein. Sie werden unser Leben ruinieren. Ich glaube, ich rufe zur Sicherheit bei der Versicherung an. Hallo, ich möchte bitte gern mit Frau Regenwurm sprechen. Ihr Name steht auf dem Brief, den wir bekommen haben. Alles klar, ich leite Sie weiter. Hallo, Frau Regenwurm hier. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, Sie haben uns einen Brief geschickt und es geht um den Schaden, der durch den Brand in der Silvesternacht entstanden ist. Okay, warten Sie kurz. Aha, ja, ich habe den Brief vor mir. Okay, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, also auf dem Brief steht, dass die Versicherung den Schaden nicht übernehmen kann. Aber als wir bei der Polizei waren, hat man uns gesagt, dass die Versicherung den Schaden übernehmen kann, weil unsere Tochter minderjährig ist. Genau wie es im Brief steht, haben Sie leider keine Chance, weil Ihre Tochter das mit Absicht gemacht hat. Es tut mir leid, ansonsten kann ich Ihnen nicht mehr weiterhelfen. Aber das wird uns pleite machen. Das wird unser Leben ruinieren. Wir haben so eine große Summe an Geld wirklich nicht. Ja, das tut mir leid, ich kann das verstehen, aber mir sind die Hände gebunden. Also ich kann da leider nichts machen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, dass Sie das schaffen. Ja, danke. Oh nein, wir müssen wahrscheinlich unser Haus verkaufen, damit wir die Schadenssumme bezahlen können. Oh, es tut mir so leid, wenn ich nur gewusst hätte, was dann passieren würde. Ja, Lola, du musst ja immer nur für irgendeinen Ärger sorgen. Man kann nicht immer Streiche machen und es wird immer klappen. Irgendwann geht es voll in die Hose und bei dir ist der Tag gekommen. Kann ich irgendwie helfen? Du wirst uns jetzt helfen, indem du in dein Zimmer verschwindest. Geh!
Ja, okay, ich gehe. Oh nein, was habe ich nur getan? Warum muss ich nur immer auf solche dummen Ideen kommen? 4 Wochen später. Also, ich habe mich um den Verkauf gekümmert und unser Haus ist jetzt verkauft. Da das Haus verkauft ist, können wir die Schadenssumme begleichen. Wir müssen jetzt nach einer kleinen Wohnung suchen, wo nicht viele Möbel drin stehen und allgemein, wo nur das Nötigste drin ist. Mehr können wir uns aktuell nicht leisten. 1 Woche später. Oh nein, wie sieht es denn hier aus? Und was ist mit unseren Möbeln passiert? Ja, die Möbel, die mussten wir leider auch verkaufen. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendetwas beim Schrottplatz finden. Oh, das soll unser Bad sein? Ja, Lola, das ist unser Bad. Und das ist unser Wohnzimmer? Hier ist ja alles leer, außer hier so eine Bank und so ein Fernseher. Und das ist mein Kinderzimmer? Nein! Okay, lasst uns jetzt am besten zum Schrottplatz gehen und uns dort umschauen. Ja, von mir aus. Das machen wir. Lola beim Sperrmüll. Das muss ich der ganzen Klasse erzählen. Mal sehen, was sie dazu sagen. Was seid ihr denn für Freundinnen? Ich habe euch gedeckt und ihr sagt sowas über mich. Eigentlich wäre euch genau dasselbe passiert, aber ich habe euch gedeckt. Tja, selber schuld. Das hast du freiwillig gemacht. Wir haben dich nicht dazu gezwungen. Ja, und jetzt kriegst du die Quittung. Oh mein Gott. Das ist das Lustigste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht bist du ja dann wieder auf dem Schrottplatz. Das wird sicher so sein. Haha. 1 Traum. Wenn das echt gewesen wäre, dann wäre ich am Boden zerstört. Oje, Lola, geht's dir gut? Was ist passiert? Ich habe so einen schlimmen Albtraum gehabt. Ah, okay, mach dir keine Sorgen, ich bin doch da. Und in 2 Stunden kommt deine Mutter dich abholen. Okay, der Albtraum war wirklich schlimm. Mach dir keine Sorgen, das ist nicht in echt passiert. Ich weiß, das war trotzdem richtig schockierend. Alles wird gut. Wenn du magst, kann ich dir etwas zum Trinken bringen. 4 Dank. Hallo, wir wollten gerne mit Lola sprechen. Ja, Lola ist nicht da und ratet mal, wo sie ist. Wo ist sie denn? Ja, sie hat bei der Polizei übernachtet. Was? Bei der Polizei? Aber warum denn? Ja, warum wohl? Ihr wisst genau warum. Ja, da ist was schief gelaufen, oder? Ja, gestern ist sehr viel schief gelaufen. Oh nein, wir sind erledigt. Ja, ich weiß, Myla, brauchst du nicht zu sagen. Aber macht euch keine Sorgen, denn Lola hat sich entschieden, die Nacht bei der Polizei zu verbringen. Weil sie die Wahl hatte. Entweder erzählt sie, wer mit ihr war, also das wird ihr dann, oder sie muss die Nacht auf der Wache verbringen. Am Ende hat sie sich entschieden, euch zu decken, damit ihr nicht bestraft werdet. Was? Hat sie das wirklich für uns getan? Ja, das hat sie und ich war wirklich überrascht. Wow, das ist ja unglaublich. Ja, das sehe ich auch so. Und wann kommt sie eigentlich zurück? Jetzt gerade ist 7 Uhr früh und ich denke, ich hole sie so gegen 8 Uhr früh ab. Okay, dann vielen Dank und wir kommen dann Lola, wenn sie zu Hause ist, besuchen. Alles klar. Okay, dann tschüss. Tschüss. 1 Stunde später. Hier drin ist sie. Hallo Lola, und konntest du ein bisschen schlafen? Nein, ich war hier so oft wach. Und vor allem hatte ich einen Albtraum. Ja, Lola hat mir erzählt, dass sie einen Albtraum hatte und dann habe ich versucht, sie aufzumuntern, damit es ihr besser geht. Alles klar, danke schön. Folgen Sie mir.
Ich habe schon alles vorbereitet und in den nächsten Tagen werden sie dann einen Brief bekommen. Dort wird dann die Schadenssumme drin stehen. Anschließend müssen sie das dann bei ihrer Versicherung abgeben. Und dann wird die Versicherung die Reparatur des Schadens übernehmen. Okay, dann vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns nicht mehr sehen. Ja, das hoffe ich auch nicht. Und Dola, ich hoffe, du hast aus der Sache etwas gelernt. Oh ja, das garantiere ich Ihnen. Wir haben etwas für dich. Oh, für was die Geschenke? Weißt du es nicht? Du hast etwas Großartiges gemacht. Das ist etwas, das nicht jeder machen würde. Du hast uns gedeckt. Die Polizei hätte uns sonst auch geholt. Und dann hätten wir auch riesigen Ärger mit unseren Eltern bekommen. Aber du hast alles auf uns genommen und hast uns beschützt. Das machen nur wahre Freunde. Ach, na logisch. Das machen doch Freunde füreinander. Oder? Oh ja, Lola. Wir haben dich wirklich gern. Ich euch auch. Oh, das ist so süß von euch. Und was ist das? Das ist ein Gutschein und mit dem Gutschein darfst du einen ganzen Tag lang bestimmen, was ich und Myla machen müssen. Du könntest zum Beispiel in der Stadt bestimmen, was wir machen sollen oder zu Hause. Naja, es ist eigentlich alles dir überlassen. Der Gutschein gehört ja dir. Boah, wie cool ist das denn? Da freue ich mich jetzt aber. Ich muss unbedingt schauen, wann ich den Gutschein dann einlöse. Ich sage euch natürlich Bescheid. Boah, nur noch ein paar Tage und dann ist wieder Schule. Oh nein, erinnere mich bloß nicht daran. Wenn du das sagst, dann kommt mir direkt Frau Spinnennetz in den Sinn. Oh nein, Frau Spinnennetz, wir haben sie noch am Hals. Das kriegen wir doch auch irgendwie hin. Ja, davon bin ich fest überzeugt.